Hallo, ich bin Kees Moelik. Für mich alles hat 5 Juni 1995 angefangen, als ein Stockente hier gegen die glasene Fassade des Naturhistorischen Museums von Rotterdam flog, tot zum Boden stürzte und anschließend 75 Minuten von einem Art- und Geschlechtsgenossen vergewaltigt wurde. Zum Glück war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wurde so Augenzeuge des ersten Falls von homosexueller Nekrophilie bei Stockente. Der wissenschaftliche Artikel, den ich dazu verfasste und für den ich mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, brachte mir nicht nur den Spitznamen Entenmann ein, sondern auch internationale Bekanntheit als Beobachter außergewöhnlichen Verhaltensweisen bei Tieren. Darum geht es in meinem Buch Der Entenmann. Hier im Museum ist der tote Ente vielleicht das berühmteste Exponent und wir haben noch viel mehr toten Tiere mit einer Geschichte. Kommen Sie mit?